Schnauzen. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cooking Simulator. In der Vergangenheit habe ich ja schon oft Cooking Simulator gespielt. Ich habe jetzt aber heute tatsächlich meine ganzen Utensilien nicht da. Also meine Weste und meine Mütze, die sind einfach fort. Nichtsdestotrotz gab es seit meinem letzten Besuch einen neuen DLC. Shelter. Und wie Cooking Simulator bei mir bisher immer aussah, das seht ihr jetzt. Oh! Oh! Ah! Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shelter hier. By the end of the 1980s, the old world disappeared in the flash of nuclear explosions. Those that survived were forced to fight for basic resources. Successive generations of mankind struggle on in the hope of one day rebuilding. Welcome to Sector 12. Welcome to Shelter Expansion. The journey here was long and exhausting, but there's no time to rest in the wastelands. You need to get on the road again. On the road again. This time to the satellite dishes. Satellite dishes? Satellite dishes. You're lucky that the gear in the shelter is well preserved, so you can use it to prepare some supplies for your travel. Hä, ich hab jetzt hier einen Story Mode? Ich dachte, ich koche jetzt hier schön Carbonara, Digga. Find us. Hä? Open the Player's Handbook. So, achso. Survivalist Kebab. Achso, und jetzt habe ich jetzt das... Oh, ich muss mal wieder Transformation auf die andere Seite hier, ne? Achso, mir wird jetzt hier richtig erklärt, wo ich das Meat herbekomme. Geil. Aber wenn ich jetzt hier so in so einem dreckigen Shelter bin, brauche ich da nicht auch ein bisschen Dreck in der Fresse? Ich habe jetzt hier noch so eine Barbecue-Soße. Mit der könnte ich mich schminken. Oh, die riecht aber... Das sieht eher aus, als hätte mir richtig jemand schön in die Fresse geschissen. Hm. Schmeckt aber. Ich mache schon mal ein Bild fürs Thumbnail, ne? Ich hasse mein Leben. Okay, dann nehmen wir uns jetzt das Dosenfleisch und bereiten das mal zu. Es riecht alles gerade nach Barbecue-Soße. Ich habe auch Hunger jetzt dadurch. Füge dem Spieß Dosenfleisch hinzu. Das ist mein Mixer? Geil. Barbecue-Soße. Oh mein Gott, als hätten wir es gewusst. Okay, Kaktusöl. Ey, jetzt, das war wirklich keine Absicht. Okay. Warte. Schön. Oh mein Gott, ich habe richtig Döner gemacht. Grille 60 Sekunden lang auf dem Grill und schalte dann den Grill aus. Ich mache einmal Döner mit alles ohne Zwiebel, Mr. Sicky. Übrigens, die Leute, die lieber irgendwie so Knoblauchsoße oder Kräutersoße auf den Döner machen, was ist mit euch? Auf einen schönen Döner gehört Tzatziki, Digga. So, wann weiß denn, wann die 60 Sekunden vorbei sind? Achso, ja, ist ja hier der Dosenfleisch-Kebab. Der wird jetzt hier schön gegrillt. Oh, der sieht aber auch schon lecker aus. Döner, Döner, Döner. Oh, Döner fertig. Okay, beruhig dich. 10 Milliliter in die Dose hier. Oh mein Gott, das war perfekt. Das ist jetzt die Schüssel, oder was? Dann kippen wir das jetzt um. Hier. So, lege Kebab auf einen Teller. Ich Kebab. Nichts hält mich am Boden. So, okay. Und gieße 10 Milliliter Kaktusöl in eine Schüssel. Wo kriege ich denn jetzt Kaktusöl her? Was machen wir, wenn wir kein Kaktusöl haben? Junge, meine ganze Fresse riecht so nach Barbecue-Soße. Wasser, ja, dann nimm mal halt Wasser, mein Gott. Ja, wir brauchen jetzt das Kaktusöl. Wo kriege ich das jetzt her? Das ist jetzt ein Problem. Wie machen wir das jetzt? Wie können wir jetzt neu starten? So, ich habe jetzt hier mal so ein Quicksave geladen, weil ohne, ja, ist auch egal. Und dann füllen wir jetzt hier die Soße rein. Ah, einer zu wenig. Sehr gut. Aber das ist jetzt alles noch sehr basic. Wann ist denn jetzt mein Köftespieß mal fertig? Auf Lock. Okay, ist fertig. Jetzt nehmen wir den hier drauf. Ja, wir haben das doch fertig. Mein Gott! Dass man hier auch alles Step by Step machen muss. So, jetzt Kaktusöl. Ganz vorsichtig. Nein, bloß vorsichtig. Jut, lege den Kebab auf den Teller. Mein Gott! Das ist doch ein Teller. Jetzt soll ich mir einen neuen holen? Da kotze ich schon wieder. Hier, verpiss dich. Wo ist mein Fleisch, Digga? Mein Spieß ist in der Wand. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist mein Spieß weggebackt. Ich kotze im Strahl, ey. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen. Spieß fertig. Spieß auf Teller. So, fülle die Pipette mit der Mischung, 20 Milliliter. Ich habe das aber noch gar nicht gemixt. Na gut. Wurde gefüllt. So, jetzt wird hier erstmal schön der Kebab beträufelt. Ich kann nur
Ich kann das nicht bewegen. Egal. Die Pipette bietet dir außerdem zusätzlich Möglichkeiten. Mit ihr kannst du mit linker Maustaste Flüssigkeiten aus Flaschen entnehmen und sie beliebig mischen. Auch das Entleeren des Pipettenhalses in einem Behälter geht ganz einfach. Benutze rechte Maustaste, um mit dem Inhalt der Pipette nicht zufrieden... Wenn du mit dem Inhalt der... Mein Gott! Benutze rechte Maustaste, wenn du mit dem Inhalt der Pipette nicht zufrieden bist. Kannst du ihn jederzeit mit rechter Maustaste wegwerfen, wenn du dabei auf den Mülleimer ziehst. Scheiß auf Mülleimer, Digi. So, jetzt stelle das Gericht zum Servieren an die Seite. Achso, hier wird serviert. Oh, wow. Okay, pinne das zweite Rezept an. Grüne Pilzsuppe. So. Oh, jetzt sollen wir doch Bouillon nehmen. Schön. Da ist unsere gute alte Hühnerbouillon. Wir müssen eigentlich mal so einen Hühnerbouillon-Song machen. So, 700 Milliliter Hühnerbouillon. Oh, shit. 150 Gramm Kartoffeln. Sind das jetzt 150 Gramm? Ja. Eine Kartoffel wiegt 150 Gramm? Wirklich? Das ist ja der Hammer. Okay, rein damit. Grüne Pilze. Ja, ich soll den Topf nehmen. Okay, ich nehme den Topf. Und stell ihn wieder hin. Mein Gott. So, 100 Gramm Pilze. Ah, ich habe keine Schüssel. Warte mal, treffe ich von hier? Oh mein Gott. Das machen wir nochmal. Koche die Suppe. Das sind grüne Pilze. Ich habe noch nie grüne Pilze gegessen, glaube ich. Hol die Creme. Saure Sahne. Bringe das Kaktusöl. Oh, wir brauchen das öfters sogar. Ich hasse, wenn es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Irgendwann später. Haben wir es jetzt mal. Stell die Suppe ab. Achso, abstellen im Sinne von ausmachen. Mische den Inhalt des Topfes. Ja. 50 Milliliter? Ja, da muss er ordentlich rein. Oh shit, wieder Kaktusöl. 20 Milliliter Öl? Bereite einen tiefen Teller vor. Gieße 300 Milliliter mit einer Schöpfkerle ein. Wahnsinn. Stell das Fertiggericht zum Servieren beiseite. Geil! Hey, wir haben $117 damit gemacht. Wahnsinn. Wollt ihr jetzt eine Cutscene? You have prepared and you are leaving the shelter to travel to the broadcast station. Last desperate hope of finding your family. Each step reminds you of your long journey. As you approach the station, you pray that the radio is working. You get inside the building and rush to the radio. Ignoring the fact that this place langweilig, ich will kochen. Ein neues Ziel. Jetzt brauchen wir so richtig geile Mucke, Digga. Es besteht noch Hoffnung. Du musst nur irgendwie Kontakt zu anderen Menschen in Sektor 12 aufnehmen. Hier ist ein bisschen zu much. Vielleicht der hier? Um die nötigen Teile zu bekommen. Auf deinem Rückweg hast du eine Karawane gesehen, die durch das Ödland reist. Das ist deine Chance. Zeit, die Ärmel hochzukribbeln und etwas Besonderes zuzubereiten. Ja. Etwas, das sie noch nie gesehen oder gekostet haben. Der Weg zum Herzen einer Karawane führt durch ihren Magen. Ja, aber dann würde ich doch einfach nur eine schöne Carbonara zubereiten. Was ist das jetzt? Krapfen am Spieß? Wieso eigentlich immer alles am Spieß? Karpfen, nicht Krapfen. So. Gut, dann machen wir Karpfen am Spieß. Einen radioaktiven Karpfen? Würze mit 10 Gramm Minze. Aber ich mag es eigentlich immer, wenn es ein bisschen mehr gewürzt ist. So, man kann nie zu viel würzen. Beschräufle den Fisch mit der nach dem Rezept zubereiteten Mischung. Kaktussaft. So, hier einmal drüber. Zack. Kaktusöl auch. Super, das sieht doch klasse aus. So, dann brauchen wir noch Senf. So. Grille den Fisch für 16 Sekunden. Natürlich gerne. Was macht man denn in 60 Sekunden? Wobei 60 Sekunden ist schon echt wenig. Ich glaube, ich soll mir bestimmt hier wieder so einen Teller nehmen. Gut. Das wird ja wohl schmecken. Ratte mit Pommes? Ist ja widerlich. Naja, besser widerlich als widerlich. Ekelhaft. Da muss ordentlich Barbecue-Soße rauf. Brate das Fleisch 150 Sekunden lang. Schneide die Kartoffeln in 4 gleiche Teile. Now we talking. Jetzt können wir endlich mal wieder beweisen, wie gut wir schneiden können. Zack, zack, zack. Beste, Digga. 200 Milliliter Kaktusöl. So, erstmal die Kartoffeln rein hier. Hör mal. Ja, 200 Milliliter. So. Gut. Brate die Kartoffeln 35 Sekunden lang. Oh, das riecht aber schon gut. Kaktusöl mit Kartoffeln. Schalte den Herd aus. So. Oh, das läuft doch hier. Sehr gut. Oh, wir haben die nie umgedreht, ne? Naja, egal. Die sind heiß. Scheiße! Ach, jetzt sind sie nicht mehr heiß. Natürlich nicht. So, wohl bekommt's. Was für ein herrlicher Tag.
Wir haben dich von den alten Antennen. Bla, bla, bla. Mila, run. Das interessiert doch niemanden. Schön. Verkaufte Gerichte, Details. Ja, ich würde gerne die Details sehen. Geschmacklich? Zu viel Kaktusöl. Zu viel Senf. Zu viel Kaktussaft. Das verstehe ich nicht. Aber Technik perfekt. Temperatur perfekt. Klasse. Ey, 4 Sterne. Was wollen wir mehr? Und Ratte mit Pommes? Zu viel Barbecue-Soße. Kaktusöl nicht erwünscht. Ey, Junge, ich muss doch irgendwie die Kartoffeln daraus bekommen. Aber trotzdem 4 Sterne. Oh, und jetzt kann ich mir Ingredients kaufen. Aber was soll ich mir kaufen? Grüne Pilzesetzlinge. Na gut. Munition? Ein Gewehr? Geh an die Oberfläche? What? Oh mein Gott! Jage Ratten! Oh, Alter, ich hab 2 mit einem! Hä, und jetzt habe ich die einfach gejagt, oder was? Hä, und jetzt habe ich die hier drin, oder was? Wie geil ist, dass ich jagen kann. So, rein da in die Luke. So, hieß hier die Setzlinge. Good. Benutze die Uhr, um den Tag zu beenden. Es ist halt... Actually... Ein mega geiles Add-on. Ja, das war's für heute. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten schmier ich mir jetzt mal die Scheiße aus dem Gesicht. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da.